Um ein Video downzuladen, wählen wir den Firefox Mozilla Browser. Mit dem Windows Browser geht's nicht. Dann hier, wie gehabt, der Seite, auf der du die Videos findest, hier mit der rechten Maustaste Save Page As auf deinem Computer entsprechend auswählen, dass du später wieder fündig wirst. Entweder einen neuen Ordner. Video Downloads entsprechend bezeichnen, Doppelklick und Speichern. Im Explorer nun fündig werden. Video Downloads. Dort ist automatisch von diesem Video einen Ordner angelegt, wobei für dich nur diese MP4-Datei von Bedeutung ist. Entweder die anderen Sachen, die kann man löschen. Dieses Video vielleicht noch umbenennen. Der F2-Taste. Das habe ich so benannt. Und nun, bei mir zeigt es schon dieses Symbol des VLC-Players. Der VLC-Player, ansonsten ist der free downloadbar. Öffnen mit. Wieder listet hier bei dir den VLC-Player schon auf. Sonst gehst du auf den Browser ninite.com. Auf ninite.com ist deine Plattform, wo du speziell das alles könntest du. Und hier findest du unter Media den VLC-Player. Nun diesen VLC-Player, du kannst du mal da durchstöbern und was für dich relevant ist an Programmen, kriegst du hier jeweils die Updates. Bestätigen, Download Installer, nun mit Ausführen bestätigen. Das kann je nachdem, wie viel du Updates erledigen willst, schneller oder langsamer gehen. Auf alle Fälle ist ebenfalls bestätigen. Beta wieder in unserem Ordner. Dieses Video öffnen mit dem VLC-Player. Und hier kannst du nun in diesem Button, wenn du ein Signal setzt und wieder Stopp mit der linken Maustaste, dann wird es eine Endlosschleife. Nur diese Sequenz, wieder draufklicken, dann läuft wieder das ganze Band ab. In der Wiedergabe kannst du die Geschwindigkeit langsamer schalten. Wenn das noch zu schnell ist, kannst du wieder draufklicken, wird es noch einmal langsamer. Es tritt eine Verzerrung auf. Da hast du also wirklich die Möglichkeit, deinem Können entsprechend das Tempo zu wählen. Und wenn du zurückgehst, wieder die normale Geschwindigkeit und hier diese Endlosschleife deaktivierst, läuft wieder das ganze Video ab. Gutes Gelingen und viel Spaß damit.